Herzlich willkommen zu Lokwau mit Markus. Ja, heute stand dann Koffer auspacken von der England-Tour an und gleichzeitig auch wieder Koffer packen für die nächste Tour. Ja, man soll es kaum glauben, es geht Schlag auf Schlag. Und zwar, es geht allerdings diesmal nicht unbedingt mit dem Thema Freizeitparks weiter, sondern ganz einfach nur Familienurlaub, beziehungsweise die werte Familie meiner Frau besuchen. Und das Ganze dann natürlich in Griechenland. Und ja, ihr werdet es ja inzwischen schon gemerkt haben, ich bin nicht so der Frühaufsteher-Typ. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich morgen früh überhaupt melden kann. Und in dem Sinne mache ich heute hier und jetzt schon die Begrüßung. Aber ich werde mich bestimmt irgendwann im Laufe des Tages nochmal vom Flughafen aus dem Flugzeug oder dann spätestens von unserer Final Destination wieder melden. Los, sogar ziemlich genau 36 Stunden später, ja. Und ja, wir sind wieder in der Luft und keine Ahnung, ob ich mich zwischendurch noch mal melde oder ob ich mich irgendwann am Ziel wieder melde. Ja, German Wings, griechische Pilot. Wie das zusammenpasst, man weiß es nicht. In Griechenland, ja! Wir haben schon wieder richtig viel Schwein gehabt mit dem Auto. Also Flug erstmal gut gelaufen, leichte Verspätung beim Abflug, aber ansonsten dann Ankunft hat er alles wieder reingeholt. Koffer ist Gott sei Dank auch angekommen und ja, Glück gehabt mit dem Auto, wie schon gesagt. Wir haben VW Polo Klasse gebucht, also Kleinwagen, und bekommen haben wir einen Golf Diesel. 1,6 TDI Kombi. Quasi drei Nummern größer als eigentlich geplant. Und das Ganze für 107 Euro für eine komplette Woche. Es läuft mit den Leihwagen dieses Mal im Urlaub. Und ja, jetzt machen wir uns halt auf den Weg zu unserem, zu unserer Zielankunft, Ort, Destination, whatever. Und das dauert jetzt noch ungefähr gut ein Stündchen, bis wir dann da sind, und vielleicht melde ich mich dann einfach später nochmal wieder. Und in dem Sinne, ja, wir fahren jetzt noch ein bisschen, Wetter ist auch gut, 26 Grad, Sonnenschein, ganz, ganz leicht bewölkt, aber alles super, alles easy, alles peasy, alles cool. Und ich suche jetzt noch den richtigen Radiosender, obwohl mir der gerade schon gut gefallen hat mit Metallica, und ansonsten sehen wir uns später wieder. Ciao! So, Servus! Wir sind dann jetzt angekommen, und zwar, ja, wir sind auf Halkidiki, genau gesagt Kassandra, ganz genau gesagt in Haniotti. Und ja, da treiben wir uns jetzt zur Zeit herum und ja, wir schlendern hier so ein bisschen durch die Gegend, haben gerade kurz eingekauft und ich sag viel zu oft uns. Ja, und das soll es jetzt für heute Abend auch schon wieder gewesen sein, weil noch ist hier eh nicht wirklich viel los. Ist noch irgendwie alles ziemlich Nebensaison und noch alles ziemlich ruhig. Aber am Wochenende wird sich das bestimmt schlagartig ändern, wenn das Wetter auch besser wird und die ganzen Griechen auch dann endlich vor die Tür kommen. Und schon wieder uns.
Ich melde mich einfach morgen wieder, weil dann geht's in Richtung Saloniki. Bis dahin, ciao. Jetzt gerade aus Thessaloniki. Da habe ich leider Gottes keine Aufnahmen gemacht. Und jetzt sind wir bei einem Wald- und Wiesenbäcker. Nein, gut, okay, nicht ganz so Wald- und Wiesenbäcker, beziehungsweise Konditor. Und hier wird es jetzt ein bisschen lauter. Deswegen muss ich auch was lauter sprechen und vloggen. Sorry dafür, aber in Saloniki habe ich vergessen zu vloggen. Mädels sind jetzt gerade am Bezahlen, ihren leckeren Kuchen am Bezahlen und meinen Cappuccino am Bezahlen. Und dann geht's gleich wieder weiter zurück. Super geil. Also, das war der Kommentar der Mädels zu unserem kleinen Zwischenstopp beim Wald- und Wiesenbäcker. Hier mitten in der Pampa. Das ist nicht mitten in der Pampa. Ja, sicher ist das mitten in der Pampa. Wo ist das denn hier sonst? Das ist mitten in der Pampa. So, und jetzt noch für meine Zuschauer. Wir fahren jetzt auf die Insel. Ja. Irgendwie nicht so richtig, die scheint noch auf Winterzeit eingestellt zu sein. Und wir sind gerade unterwegs und zwar auf Reise bzw. auf Suche nach einer Location. Und ja, hier das Ganze ist schon ganz schick, aber ja, keine Ahnung, wir wissen noch nicht so genau. Und wofür diese Location ist, ja, das verraten wir an dieser Stelle noch nicht, vielleicht später mal. Und ja, noch ein kleiner Schwenk. Und das soll's gewesen sein. Herzlich willkommen am Meer. Was ist das hier? Das ist hier, welches ist das hier? Keine Ahnung. Lutra. Ja, Lutra ist klar, aber das Meer hier hinter mir. Welches ist das? Keine Ahnung. Das ist das Mittelmeer. Ja, Mittelmeer ist schon klar, aber welcher Teil davon? Ah, keine Ahnung. Schlecht vorbereitet in Geografie. Und ich muss jetzt ein bisschen lauter sprechen, weil ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt versteht. Wir sind ja, wie gesagt, am Meer, am Mittelmeer in Nutra und wir haben uns hier eine andere Location angeguckt. In Halkidiki. Halkidiki und ja, sehr, sehr schön hier. Direkt hinter mir geht es in Richtung Olymp. Also da wird immer das Feuer angezündet für Olympia und Olympia selber ist ungefähr da lang. Weiter und wir sind an der nächsten Location angekommen. Ja, und da das Ganze hier schon wieder eine Kirche ist, sollte so langsam klar sein, warum wir Location suchen. Dreimal dürft ihr raten, wer jetzt noch nicht drauf kommt, ist selber schuld. Und ja, die ist eigentlich einer unserer Favoriten, aber sie ist sehr, sehr klein. Aber die Lage ist so wunderschön hier, direkt am Meer. Oh.
hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ja, ein paar Meter weiter gibt es dann hier auch noch die Möglichkeit, sich nett hinzusetzen. Das zeige ich euch dann gleich. Jo, und 5 Meter von dieser Kirche entfernt befindet sich dann diese wunderschöne Location hier. Kommt mir sehr entgegen, denn ich hasse Sandstrand. Dann hat man immer den ganzen Sand zwischen den Zehen und das hasse ich total. Und hier gibt es tatsächlich mal wunderschöne grüne Wiese. Och, das liebe ich. Ja, und Palmen und direkt am Meer und total geil. Ach, ist das nicht herrlich hier. Oh, schön. Oh Mann, meine Güte. Ich könnte noch nie mehr 20 Euro hier wechseln. Also, sie hätte gekonnt, aber sie wollte nicht, weil dann hätte sie ja nichts Kleines mehr gehabt. Ja, so können die Griechen hier niemals Geld verdienen, wenn die kein Geld annehmen überhaupt. Furchtbar. Na ja, gut, okay, dann dehydrieren wir halt, dann verdursten wir halt, weil man uns hier keine Getränke verkaufen will. Es sind doch nur 28 Grad und wir verdursten hier gerade. Furchtbares Volk. Entschuldigung. Ich sollte es mir klein machen. Ich frage mich nur, wo ich in dem Kuhdorf außer beim Supermarkt irgendwo was klein machen soll. Wenn nicht im Supermarkt, wo denn dann? In Banken bekommt man ja in Griechenland bekanntlich so oder so kein Geld. Und bei der nächsten angekommen. Ja. Mitten irgendwo im Nirgendwo, aber wunderschön und auch von innen sehr, sehr schick. Aber wie gesagt, halt mitten im Nirgendwo. Ab und zu kommen Autos vorbei, aber ansonsten nichts hier. Was sagt ihr? Was man hier nicht so alles im Radio findet, also extra für unsere russischen Freunde, die ja sehr, sehr zahlreich in Griechenland anwesend sind, gibt es dann hier wunderschöne Musik. Yay! Ja, genau. Fenster runter, Arm raus und ja, ich bin Russe! Jo, und gerade dann ganz gechillt, kurz und schmerzlos das Postfachvideo gemacht. In der Zwischenzeit warten die anderen schon unten auf mich. Die sind wahrscheinlich schon am Quatschen, am Lästern. Ich schließe mich da jetzt an. Danach geht es dann weiter zum Essen. Ja, keine Ahnung, was wir heute Abend essen, wo wir heute Abend essen. Schauen wir einfach mal. Und daran im Anschluss geht es dann weiter. Und zwar setzen wir uns dann lecker in eine Cocktailbar, schlürfen was und genießen dann das Champions League Finale. Wir haben gerade eben gegessen, eine Mega-Gyros-Schlachtplatte. Wir sind mega voll und jetzt kippen wir noch ein paar Cocktails hinterher und schauen uns wie angekündigt jetzt gleich das Champions League Finale hier an. Und ja, ich habe mir ein Mojito gegönnt, meine bessere Hälfte ein Strawberry Daiquiri und da hinten singt Alicia Keys noch gerade auf dem Monitor. Naja, auf einem von vielen Monitoren und ja. Wir schauen uns jetzt das Finale an und vielleicht melde ich mich später nochmal in der Halbzeit, in der Verlängerung oder beim Elfmeterschießen. Wer weiß das schon so genau. Bis dahin, ciao! Σε διοράμωστην εποχή το κύπελο λέγεται Champions League, από την Αδία και μετά είναι ο πρώτος αμυντικός που σκοράρει σε 2 τελικούς. Είναι στην ιστορία του κυπέλου, το Μουχάρι Κιάλ. Στο παρελθόν, όταν ακόμα λίγο ήταν κύπελο Ευρώπης, ο Νίλ. Να φέρει την Ατλέτικο στο 1-1. Γκριεσμάν. Απέναντι τον Νάβας. Γκριεσμάν.
und wie ich sie prophezeit habe, Verlängerung. Super Schatz. Habe ich gut hingekriegt und langsam wird es ziemlich frisch hier draußen. Und ich habe nur kurze Klamotten an. Aber egal. Jetzt sind wir in Paljuri, Mama. Airtime! Airtime! Ich mach meine eigene Achterbahn hier auf. Und zum zweiten Mal bei dieser Location hier. Ja, wir haben uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen informiert und ja, mal schauen. Wirklich genaueres wissen wir noch nicht. Das müssen wir dann mit dem Büro in Saloniki alles noch klären und noch ganz viele andere Details. Und ja, da wird sich dann festlegen, ob das vielleicht was mit dieser Location hier wird oder nicht. Aber ja, ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, wie ihr denn diese Location hier findet. Also, wie gesagt, da ist die Kirche und hier bin ich. Und da ist Sommersonne, Kaktus, Strand und Meer. Und hier würden wir dann eventuell möglicherweise feiern. Tja, man weiß es nicht mehr, weiß es nicht mehr, weiß es nicht. Hoffen wir mal, dass das nicht zu teuer wird. Und ich befürchte schon. Ich finde das hier so schön. So, aber die Mädels, die sind schon wieder unterwegs zur Kirche und nicht, dass sie irgendwelchen Unfug in der Kirche anstellen. Na gut, ich bin ja eh nicht orthodox, ich bin ja katholisch, von daher, mich trifft der Blitz hier ja nicht, Gott sei Dank. Ach so, ja, die Kirche selber habe ich euch ja noch gar nicht so richtig gezeigt, also zumindest die Location hier in der Kirche. Auch, oh, das ist schön hier. Da ist dann die Kirche und... Da ist Meer. Oh. Schön. Und schöne Blümchen haben sie hier. Ja, einen gewissen Bildungsauftrag habe ich ja hier auf diesem Kanal dann dennoch und ein bisschen was Freizeitpark-ähnliches gibt es dann noch in diesem Urlaub, auch wenn er geschlossen hat und ich ehrlich gesagt ganz froh bin, dass das Ding hier geschlossen hat. Weil wirklich vertrauenserweckend sehen diese Sachen hier nicht aus und ja, ich mache jetzt einfach noch so ein paar kleine Schwenks hier rüber und das soll es dann von diesem wunderschönen Luna Park auch schon wieder gewesen sein. Falls ihr den mal besuchen wollt, Chalkidiki, Pevkohori, Luna Park und ja, könnt ihr gerne mal hin. Es lohnt sich. Oder auch nicht.
geht's auf die Reise. Jetzt müssen wir nur noch auf Schwiegermama warten, dann geht's los. Ja, gut, auf Schwiegermama warten kann noch ein Stündchen dauern oder zwei. Die ist nicht mehr so ganz die schnellste, aber in der Zwischenzeit kann ich euch ja mal unsere Unterkunft etwas näher zeigen. Und zwar, ja, unsere Unterkunft liegt hier an dieser wunderschönen Hauptverkehrsstraße. Aber, nee, unsere Unterkunft ist dort. Dort im Schatten, ganz oben ist unsere Unterkunft. Quasi jetzt direkt hinter mir. Nee, ist direkt über mir. So, jetzt muss ich immer noch weiter Zeit rumschlagen, aber egal. Oh, sie bewegt sich schon. Oh, das ging doch schneller als erwartet. Und ein bisschen Aussicht genießen, das tun wir dann jetzt auch mal hier ganz, ganz kurz. Und ja, leider Gottes ist die Aussicht heute nicht so perfekt, weil ein bisschen diesig, aber trotzdem sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, kann man im Hintergrund wahrscheinlich gar nicht erkennen. Da ist dann das Meer und der nächste Fuß, sprich Thithonia, ist zu sehen. Und dahinter ist dann Athos zu sehen. Und, aber nee, das seht ihr wahrscheinlich alles gar nicht im Video. Und ja, die Mädels werden schon wieder ungeduldig, deswegen muss ich wieder rein und weiter geht's. Und in diese Baustellen fließt das ganze Geld aus der EU. Anstatt das hier mal vernünftig zu investieren, nein, wird das natürlich in irgendwelche unnötigen Straßen investiert, die keine Sau braucht, aber Hauptsache man hat sie. Ja, warum auch nicht? Das Land hat ja keine anderen Probleme wie Straßen. Oh Mann, 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 oh Mann. Ja klar, die bestehenden Straßen werden nicht saniert. Da sind Schlaglöcher, die sind ungefähr so groß, da kann selbst Bro einen kompletten LKW drin parken. Ja, so ungefähr. Ja doch, ist doch so. Aber neue Straßen mitten durchs Feld ziehen, ja, das muss sein. Dafür muss man dann von der EU nochmal 100 Millionen bekommen. Yay! Läuft! So, Location Check, die, ich weiß nicht mehr wie vielte. Ja, jetzt sind wir hier dann angekommen. Die Location, die kennen wir schon. Aber wir wollten uns dann trotzdem nochmal angucken. Und ja, ist auch ganz schön, direkt am Meer. Wie gesagt, Location, die Gott weiß wie vielte. Und mal schauen, wo uns der Weg dann irgendwann hier vielleicht nächstes Jahr hinführt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Es sei denn, ich muss mich vorher noch umtaufen lassen. Dann könnte es ein Problem geben. Aber das schauen wir dann mal vorher, wie das hier genau funktioniert. Oder eben nicht. Und in dem Sinne, wir fahren jetzt ein bisschen weiter und mal gucken, wo wir uns gleich vielleicht wiedersehen oder auch nicht. Ja. Der will doch nur schmusen. Jo, letzter Abend und das mit einem noch mehr oder weniger schönen Hintergrund. Leider kommt das auf der Kamera gar nicht mehr so gut rüber, wie das im Original rüberkommt. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Sonnenuntergang ist schon so vor einer halben Stunde gewesen, aber immer noch richtig schön rot. Gold, alles wunderschön hier und das Meer und dahinter die Berge und Stadt und ach, das sieht sehr, sehr schön aus. Also ein versöhnlicher letzter Abend und Abschied hier in Chalkidiki, genau gesagt Hanyoti. Und ja, morgen geht es leider Gottes wieder zurück. Morgen setzen wir uns wieder in den Flieger und dann geht es ins unwettergeplagte Deutschland zurück und deswegen genießen wir hier noch die letzten Stunden bei wunderschönem Wetter. Und ja, euch
sage ich jetzt einfach, ihr genießt noch die nächsten Minuten in diesem Vlog und ich sage einfach, bis zum nächsten Take. So, und jetzt geht's dann wieder zurück und die Aufnahme ist jetzt nicht so pralle, weil auf die Schnelle eben kurz mit dem Handy, ohne Bildstabilisator und das auf griechischen Straßen. Kann nichts werden. Pech für euch. Tut mir schrecklich leid. Beschwert euch bei der EU oder bei den Griechen. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück. Geht jetzt gerade nach Saloniki. Außenbezirk Saloniki haben wir dann schon erreicht. Und gleich geht's in Richtung Flughafen. Und ja, zuerst noch kurz tanken. Das Auto wieder voll tanken. Auto abgeben. Und dann wird eingecheckt. So, liebe Kinder, und zurück geht's wieder. Aua. Also sehr schön gemacht. 137.000 und das genau über Papa Rhein. Über Papa Rhein? Ja, so heißt das doch. Wollen Sie noch was sagen, Herr Engels? Ja, ich will noch was sagen. Ja, 137.000 Kilometer, das gehört natürlich jetzt auch zu diesem Trip dazu. Dann vorher noch mit einer Maschine geflogen, ja, die auf den Namen Köln getauft war. Das hat mir nicht ganz so behagt, aber naja gut, okay, trotzdem ein halbwegs guter Flug gewesen. Ein paar leichte Turbulenzen, aber alles im grünen Bereich und ja, jetzt sind wir dann quasi da und das soll es jetzt auch aus dem Griechenland-Teil gewesen sein. Ich melde mich aber die Tage bestimmt nochmal wieder, weil dann stehen schon wieder andere Dinge an. Und mit einer 9. Genau. Der Kollege fängt an mit einer 9. Hallo, liebe Kinder. Sagt mal Hallo zu YouTube, sagt Hallo zu den Zuschauern. Hallo! Hallo! Ein bisschen enthusiastischer. Oh. Hallo! Aber du bist mein TV-Star hier, Hallo. Ja? Du bist mein Bonus. Neun. Ja, wie ihr seht, wir sind Kegeln. Und? Sehr gut. Eine 9 war das jetzt nicht. Ja, und da ich gleich wieder dran bin, mache ich mich jetzt langsam ein bisschen warm und ja, keine Ahnung, ob wir es gleich nochmal sehen oder spätestens morgen früh wiedersehen. Bis irgendwann. Und das war's. Ich war schlecht. Ich war ganz, ganz schlecht. Quatsch, wir waren alle Mittelmaß. Nein, ich war super. Hallo. Die Mädels sind uns haushoch überlegen gewesen. Das stimmt. Ganz, ganz böse. Aber wir sind ja faire Verlierer. Ihr geht zu Fuß nach Hause. Wir waren für meinen ist das doof, weil das sind knappe 100 Kilometer. Jo, ich sag mal, wir sehen uns morgen in aller Herrgottsfrühe wieder, weil dann geht's weiter, sofern kein Unwetter kommt. Und in dem Sinne, bis dahin, ciao. Kali Mahlzeit, Kalimera, guten Morgen. Ja, nee, das ist jetzt keine gute Idee, jetzt den Vlog zu machen, wo gleich der Tunnel ansteht, weil dann seht ihr mich nicht mehr. Deswegen machen wir hier einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Aber immerhin die Begrüßung habe ich schon hinbekommen. Läuft. Super Timing, Schatz. Super. Benni hält uns den Ausgang. Ja, 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 ja. Ihr seht mich wieder. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Kalimera. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, wir sind jetzt ein wenig später heute unterwegs, weil das Kegeln gestern Abend dann doch ein bisschen länger geworden ist. Und ja, ins Bettchen sind wir dementsprechend auch etwas später gekommen. Und jetzt sind wir dann durch den Nebel unterwegs nach Belgien, weil Pulsar hat gestern offiziell eröffnet. Und ja, da muss ich natürlich hin und für euch einen Ride-Check machen. Und ja, ich würde sagen, von dort melde ich mich wieder. Dann haben wir auch noch ein paar andere Leute in der Crew dabei. Und ja, ich sage einfach bis gleich.
ihr Lieben. Wir sind dann jetzt angekommen. Wir sind jetzt im Walibi Belgien. Und ja, wir gehen jetzt noch ein paar Meter weiter in den Westernbereich. Und da treffen wir uns dann noch mit Crew-Kollegen. Und dann geht's weiter. Und ja, wir tigern jetzt so langsam mal los. Wir sind dann jetzt hier noch am Eingang. Und ja, kommt einfach mit. Wir drehen ein Ründchen durchs Walibi. Jetzt geht's dann auf Pulsar. Mal schauen, wie nass wir werden. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich melde mich später. Dann werde ich berichten, wie nass ich bin. So, ja, gerade dann auf Pulsar gewesen. Und meine Meinung dazu seht ihr im Ridecheck. Der wird wahrscheinlich bis das Vlog hier raus ist schon längst fertig sein. Also blende ich euch hier oben mal den Link ein. Und ja, ganz kurz. Ich bin ein bisschen nass geworden. Und ja, guckt einfach mal in den Ridecheck rein. Mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Und ja, wir machen uns jetzt noch ein paar schöne Stündchen hier im Walibi, weil die Sonne kommt raus und das Wetter wird endlich besser. Und das macht deutlich mehr Spaß so. Und deswegen gehe ich mal zu dem Rest der Gruppe. Bis gleich. Wie gut, dass wir schon auf Pulsar waren, weil anscheinend gibt es ja jetzt irgendwelche Störungen. Irgendwas funktioniert mit dem Wasserbecken nicht so ganz anscheinend. Zuerst eben fuhr ein leeres Boot, vorher fuhr gar kein Boot, dann eins mit halber Kapazität und jetzt wieder gar keins. Tja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Gott sei Dank drauf gewesen. Und jetzt kommt nochmal eins. Jetzt läuft es anscheinend wieder. Tja, mal gucken, wie lange noch. Hui. Yay. Wasserbahn, Wasserbahn und viel, 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 viel mehr Wasserbahn. Und das war's auch schon wieder für heute. Ja, 6 Stunden im Park gewesen zwar nur, aber das hat völlig gereicht, weil nicht viel los war. Und gegen Mittag kam dann auch die Sonne raus und alles super, alles wunderbar. Alles tutti und alles gut gefahren und ja, super, super, super. Schöner Tag gewesen, ein guter Abschluss für unseren Urlaub und auch ein guter Abschluss für diesen Vlog hier. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch viel, viel Spaß auf YouTube und sage Tschüss und bis zum nächsten Video bei M-Pictures Freizeitpark TV. Ciao!